Wer als Feinschmecker auf der Insel Sylt einen ganz besonderen Genuss für den Gaumen sucht, landet früher oder später im Restaurant Johannes King. In Kaitum betreibt der Küchenchef, der dem Restaurant seinen Namen gab, seit rund 20 Jahren seinen Genusstempel. Dabei hätte vor gut 50 Jahren niemand gedacht, dass aus Johannes King mal ein sternedekorierter Spitzenkoch werden würde, dem die Feinschmecker zu Füßen liegen. Das Licht der Welt erblickte Johannes King nämlich nicht an der Nordseeküste, wo er heute seinen Wirkungskreis hat, sondern im 1000 Kilometer entfernten Schramberg im Schwarzwald. Hier wurde Johannes King als eines von 10 Kindern geboren und wuchs mit seinen beiden Schwestern und zwei Brüdern auf dem Bauernhof seiner Eltern in Heiligenbronn auf. Als Jugendlicher hatte Johannes King nur ein Ziel. Der Junge aus dem Schwarzwald wollte Glasbläser werden. Doch um diesen kreativen Beruf ausüben zu können, ist eine Ausbildung vonnöten. Für Johannes King fand sich keine passende Lehrstelle. Die Notlösung für Johannes King fand sich in Rottweil, wo der Teenager im Ringhotel Johanniterbad eine Kochausbildung begann. Und siehe da, zwischen Töpfen und Pfannen fand sich die wahre Berufung des Naturtalents. Dem Schwarzwälder Küchenkünstler wurde die Position des Küchenchefs im Grand Slam in Berlin übertragen. King stürzte sich mit Feuereifer in die Arbeit und wurde kurz darauf mit seinem ersten Michelin-Stern belohnt. Der Ritterschlag für jeden Koch. Zudem ehrte ihn der Gourmet als Aufsteiger des Jahres. Auch der Titel Berliner Meisterkoch wurde Johannes King 1998 zuteil. Der Sternekoch wagte den Sprung auf die Insel Sylt, um dort im Hotel Söllringhof in Rantum als Küchenchef zu arbeiten. Seine kulinarischen Kreationen brachten Johannes King seinen zweiten Michelin-Stern und 17 Punkte im Gourmet ein. Rund 20 Jahre ist es inzwischen her, dass Johannes King erstmals in der Küche in Söllringhof stand. Heute ist er mit seiner Ehefrau Selina Müller-King und den drei gemeinsamen Kindern der Insel fest verbunden und hat sein Restaurant Johannes King zu einer Pilgerstätte für Gourmets gemacht. Das Ehepaar King eröffnete vor gut 7 Jahren den Genussshop in Kaitum und bietet hier Sylter Spezialitäten und Feinkost an. Wenn sich Johannes King mal nicht auf Sylt kulinarisch betätigt, ist der Küchenzauberer höchstwahrscheinlich im Fernsehen zu sehen oder rührt für Produkte von Sylt die Werbetrommel. Privat frönt der Spitzenkoch, der sich in einem Interview als Koch, Gastgeber, Hotelier, Lebensmittelbeschaffer und Genießer beschrieben hat, seiner Sammlung edler Portweiner, die als eine der größten in Deutschland gilt, oder sticht mit seinem Kutter namens Traumfänger in See.